Tagesordnungspunkt 9. Das ist die Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat zu dem Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Terrorismus effektiv bekämpfen, Verantwortlichkeiten klären, Einsetzung einer Kommission zur Reform der föderalen Sicherheitsarchitektur, Föderalismuskommission 3. Wir werden über die Beschlussempfehlung später namentlich abstimmen. Es ist für die Aussprache eine Dauer von 60 Minuten beschlossen worden. Und jetzt bitte ich die notwendigen Platzwechsel zügig vorzunehmen. Dann eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort dem Kollegen Armin Schuster, CDU-CSU. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, das Innenressort kann es hier in den letzten Jahren durchaus mit allen anderen Ressorts aufnehmen, was Reformen anbelangt. Ich würde sogar behaupten, wir sind mit an der Spitze. Aber ja, eine Reform der deutschen Sicherheitsarchitektur würde ich mir gleichwohl wünschen in einigen fundamentalen Punkten. Ja, gerne mit einer Föderalismuskommission und ja, auch mit den Inhalten, die die FDP in ihrem Antrag beschrieben hat. Die hoffen schon auf abweichendes Wahlverhalten von Armin Schuster, da muss ich euch leider enttäuschen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, Copy and Paste bei Otto Schily, Wolfgang Schäuble, Thomas de Maizière in Handlungsempfehlungen von Untersuchungsausschüssen. Es gibt auch weniger prominente Innenpolitiker der Union, bei denen ihr abgeschrieben habt. Das, meine Damen und Herren, reicht nicht. Das reicht nicht. Eigentlich bin ich jetzt mittlerweile sogar sauer. Ich will es gar nicht humorvoll machen, liebe Kollegen. Die deutsche Sicherheitsarchitektur zu reformieren, ist ein ernstes Vorhaben, das mir sehr am Herzen liegt. Ich arbeite wirklich Woche für Woche daran, auch mit denen, auf die es ankommt. Es gibt, wenn ich jetzt hier Herrn Grötsch angucke, oder bei Frau Mihalic oder wen auch immer, hier eine Mehrheit zu finden für eine Reform der Sicherheitsarchitektur, das ist doch nicht schwer. Unser Problem ist doch in Wirklichkeit, machen wir uns doch ehrlich, dürfte jeder Fraktion so gehen, wie sehen es denn Ihre Ministerpräsidenten und Innenminister und Regierungsmitglieder in den Ländern? Das ist doch die Herausforderung. Und dann machen wir mal eine Nagelprobe oder eine Feuerprobe bei den Freien Demokraten. Sie regieren in Rheinland-Pfalz, Sie regieren in Schleswig-Holstein und Sie regieren in Nordrhein-Westfalen. Ich habe von den Herren Stamp, Pinkwart, Wissing oder nehmen wir Ihre Granden Kubicki und Lindner nie etwas gehört, dass Sie das gemeinsame Terrorabwehrzentrum reformieren wollen, die Zentralstellenfunktion des BKA oder BfV stärken wollen, das Ankerzentrenprojekt für ganz Deutschland mit umsetzen wollten. Sie haben sich nie dafür eingesetzt, dass wir endlich eine zentrale Ermittlungsführung in Deutschland haben bei Fällen wie NSU oder AMRI. Ich habe nichts von Ihnen gehört. Das BSI zu stärken statt föderaler Doppelstrukturen, Herr Höferlin, habe ich nie gehört von den Freien Demokraten. Stattdessen aber, meine Damen und Herren, hat sich Herr Lindner dafür eingesetzt, dass in Nordrhein-Westfalen keine Schleierfahndung stattfindet. Stattdessen haben Sie sich dafür eingesetzt, dass Thomas de Maizières Vorschläge aus dem Januar 2017 diskreditiert wurden von Herrn Kubicki und Herrn Lindner. Vorratsdatenspeicherung, Quellen-TKÜ, Online-Durchsuchung ist mit Ihnen nicht machbar. Meine Damen und Herren, Sie klagen gegen das Polizeiaufgabengesetz in Bayern. Sie klagen beim Verfassungsgericht gegen jede Form moderner Sicherheitsaufgabenwahrnehmung. Wie wollen wir denn mit Ihnen dieses Land in der Sicherheit reformieren? Deswegen lehne ich das ab, während Sie Anträge kopieren, arbeitet dieser Innenminister mit seiner Fraktion und der GroKo daran, dieses Land zu reformieren. Und ich werde mir Ihre
Ihr Abstimmverhalten anschauen, wenn wir das Bundespolizeigesetz demnächst vorlegen, wenn wir das Verfassungsschutzgesetz demnächst vorlegen, wenn wir das Telekommunikationsgesetz und das IT-Sicherheitsgesetz auch vorlegen, alles Reform der Sicherheitsarchitektur, da werde ich mir Ihr Abstimmungsverhalten mal anschauen. Solange Sie sich mit Schaufensteranträgen beschäftigen, reformieren wir dieses Land. Und meine Damen und Herren, solltet ihr echt aus dem Quark kommen, ich stehe 24/7 bereit. Aber dafür möchte ich wirklich Beweise sehen. Und die habt ihr bisher nicht geliefert. Deswegen empfehle ich meiner Fraktion dringend und mit Herzblut, diesen Klamauk abzulehnen. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Christian Wirth, AfD. Herr Präsident, werte Kollegen, Herr Schuster, Sie haben dankenswerterweise viele Probleme angesprochen, die wir unterstreichen. Der Anschlag auf den Breitscheidplatz jährt sich heute das dritte Mal. Wir gedenken der Opfer. Aber bis heute zeigt eben auch die Bundesregierung keinen geeigneten Handlungsansatz, die stetig steigenden Gefahren durch islamische Gefährder und damit den Terrorismus präventiv zu bekämpfen. Denn hierzu müsste man erstmal Fehler in der Migrations- und Grenzpolitik einräumen. Ja, die derzeitige Verteilung der Zuständigkeiten in der Terrorabwehr ist reformbedürftig. Terrorabwehr gehört genauso wie Clankriminalität und die Abschiebung in die Hände des Bundes. Denn hier in Berlin sehen wir beispielsweise, dass gerade die rot-rot-grüne regierten Länder keine Kompetenz in Sicherheitsfragen haben, sondern lieber Abschiebungen völlig verhindern und Drogendealer hätscheln, als Maßnahmen zu ergreifen, um die Bürger zu schützen. Deswegen hatten wir auch, als der vorliegende Antrag hier im Februar zum ersten Mal besprochen wurde, zum selben Tagesordnungspunkt zwei eigene Anträge vorgelegt. Im ersten Antrag wollte die AfD dem Bund eine Gesetzgebungskompetenz zur Abwehr terroristischer Gefahren geben. Im zweiten Antrag forderte die AfD Änderungen des Aufenthaltsgesetzes, die bis zum Abschluss dieser Verhandlungen den Bund unmittelbar handlungsfähig machen könnten. Natürlich haben alle Parteien beide Vorschläge abgelehnt. Die politische Trotzphase gegenüber der AfD ist wichtiger als die Sicherheit der Bürger in unserem Land. Sie alle haben damit verhindert, dass der Bund jetzt schon konkrete Maßnahmen umsetzen kann und zugleich ein stabiles Fundament für unsere zukünftige Sicherheit baut. Die FDP wiederum hat keine Eile. Sie will sich erst mal Zeit nehmen, eine Kommission zu bilden, ein ganzes Jahr mindestens. Da muss natürlich alles erst noch umgesetzt und eingerichtet werden. Ob dann unsere Enkel und Urenkel sicher in diesem Land leben können, ist mehr als fraglich. Auch heute noch wandern alleine über die deutsch-österreichische Grenze monatlich unkontrolliert ca. 15.000 illegale Migranten ein. Jahr für Jahr wieder eine Großstadt voller Sozialmigranten vom deutschen Steuerzahler, in der Regel lebenslang alimentiert. Unter den echten und falschen Flüchtlingen werden auch wieder jene sein, die uns und unserer Freiheit schaden wollen. Denn wohin wollen zum Beispiel die flüchtigen ehemaligen IS-Kämpfer, die derzeit aus den kurdischen Lager fliehen? Natürlich in das Land, in dem kaum kontrolliert wird und in dem Milch und Honig fließen. Wer kommt, das wissen die Behörden bestenfalls bei den Resettlement-Migranten, mit denen unser schon lang überstrapaziertes Einwanderungssystem zusätzlich belastet wird. Weiterhin ohne jede Kontrolle wird die deutliche Mehrheit der sogenannten Flüchtlinge sein, die aus sicheren Transitländern durch sichere Transitländer ins deutsche System einwandern. Ein weiteres Jahr mit Anschlagsplänen, von denen mit jedem Mal die Wahrscheinlichkeit steigt, dass einer durch das Netz unserer motivierten Sicherheitsbehörden rutscht. Allein der von den Behörden aufgedeckte Anschlagsplan von Köln des islamischen Ehepaars hätte mit Rizin das Potenzial für mehr als 25.000 Todesopfer gehabt. Ein weiteres Jahr mit Messerattacken und Übergriffen gegen Leib und Leben. Ein weiteres Jahr, in dem uns Frau Özegür von der SPD zu paraphrasieren, friedliche und unbescholtene Bürger auf einmal das Zusammenleben mit ihren neuen Nachbarn täglich neu aushandeln sollen.
Ich möchte Sie daran erinnern, was früher in Deutschland alles möglich war. Und dieses Früher liegt noch gar nicht so lange zurück. Aber diese Botschaft ist gerade für die jüngeren Bürger wichtig, die diese Zeit nicht mehr erlebt haben. Vor 20 Jahren, 1999, zog nur wenige Meter von diesem Hohen Haus entfernt die Luftparade durch die Hauptstadt. In diesem Jahr waren es 1,5 Millionen Teilnehmer. Keine Absperrungen, keine Betonklötze. Ja, niemand kam auf die Idee, so etwas einzufordern. Die Polizisten, die die größte Party Berlins begleiteten, achteten auf Drogendealer und Taschendiebe, aber nicht auf Terroristen. Ja, Deutschland hat sich verändert. Und das ist nicht gut so, Frau Göring-Eckardt. Wie sieht es denn heute aus? Selbst die kleinsten Weihnachtsmärkte brauchen ein Sicherheitskonzept. Viele gibt es nicht mehr, da das Geld hierzu fehlt. Jede öffentliche Veranstaltung wird zur Festung, jeder Gast wird durchleuchtet. Und das Ganze wird noch getoppt mit der Einrichtung von Frauenschutzzonen, die ein implizites Eingeständnis sind, dass der Rest unseres öffentlichen Raumes für Frauen nicht mehr sicher ist. Das wollen Sie natürlich nicht hören. Wir leben ja im besten Deutschland aller Zeiten. Es gibt für Sie keine Warnungen mehr, nur noch Hetze. Sie leben in einer Welt der Widersprüche, in der die Bürger angeblich so sicher sind wie nie zuvor, aber zugleich auf allen Ebenen neue Schutzkonzepte für sie eingeführt werden müssen. Der erste Schritt aber zur Lösung des offensichtlichen Problems ist es anzuerkennen. Die Sicherheitslage wurde eindeutig durch die Masseneinwanderung verschlechtert. Die EU-Außengrenzen zu schützen scheint unmöglich oder politisch nicht gewollt zu sein. Damit ist das zentrale Sicherheitsversprechen von Schengen gebrochen. Trotzdem weigern sie alle, sich die deutschen Grenzen zu schützen. Wenn es aber darum geht, Politiker zu schützen, dann gehen Grenzkontrollen doch. So beim G7-Gipfel in Bayern, beim G20-Gipfel in Hamburg. Allein beim G20-Gipfel sind in etwa einem Monat 4.546 unerlaubte Einreisen abgefangen worden. 782 per Haftbefehl gesuchte Personen wurden festgenommen. Horst Seehofer brüstet sich heutzutage mit der kürzlich verstärkten Schleierfahndung fast so, als gäbe es tatsächlich einen Sicherheitsgewinn durch geschützte Grenzen. Meine Damen und Herren von der FDP, Sie haben sich seit Anfang der Legislaturperiode als Service-Opposition bezeichnet. In der Tat, das sind Sie mit diesem Antrag. Käme dieser Antrag durch, dann ist er ein Freibrief für die Bundesregierung zum Nichtstun und Verschleppen. Es wird eine Kommission eingesetzt, dann wird ewig verhandelt und nachverhandelt und dann, ja, dann sind schon wieder Bundestagswahlen. So wie Frau Merkel und ihre Minister seit Jahren jede konkrete Maßnahme unter Hinweis auf diesen und jenen EU-Gipfel oder irgendwelchen inaktiven bilateralen Abkommen in die ferne Zukunft verschieben. Das ist Serviceoption für die Regierung, in die man nicht eintreten wollte, aber nicht für Bürger. Nein, diesem Antrag können wir nicht zustimmen. Wir hatten vor 10 Monaten die Chance, eine sinnvolle Lösung für dieses Problem auf den Weg zu bringen. Sie haben hier alle dagegen gestimmt, was Sie immer tun, egal was die AfD vorschlägt. Aber das hat der Bürger längst durchschaut. Das waren 10 verlorene Monate und es wird Zeit, konkrete Lösungen umzusetzen, statt mal wieder einen Arbeitskreis zu gründen. Und die einfachste und wirksamste Maßnahme wäre vorab, endlich wieder geltendes Recht durchzusetzen, nämlich Artikel 16a Grundgesetz, das Aufenthaltsgesetz und EU-Recht. Ja, auch EU-Recht. Denn auch nach EU-Recht darf kein Nicht-EU-Ausländer ohne Ausweispapiere und ohne EU-Visum eine EU-Grenze übertreten. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Uli Grötzsch, SPD. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nun wieder zurück zum eigentlichen Thema dieser Debatte, nämlich zur Frage der Notwendigkeit der Reform der deutschen Sicherheitsbehörden. Lieber Herr Schuster, ich muss mit einer schlechten Nachricht für Sie beginnen. Ich bin der Falsche, wenn Sie auf der Suche nach einer Mehrheit für eine Reform der Sicherheitsarchitektur in Deutschland sind. Ich bin nämlich der Meinung, dass die Sicherheitsarchitektur in Deutschland gut ist, dass wir sie nicht verändern müssen, sondern dass wir sie schlicht und ergreifend fortweg weiterentwickeln müssen und dass wir sie stärken müssen, was wir in den letzten Jahren ja auch ganz ausführlich getan haben. Und ich setze fort mit einer auch für Sie schlechten Nachricht,
so kurz vor Weihnachten, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, denn niemand außer Ihnen will in diesem Haus eine dritte Föderalismuskommission. Das ist die bittere Wahrheit, mit der Sie über Weihnachten und den Jahreswechsel umzugehen lernen müssen. Vor etwas weniger als einem Jahr, Sie erinnern sich bestimmt, als Sie das zuletzt beantragt hatten, hatte ich Ihnen das schon mal prophezeit. Und ich hoffe, dass meine Worte diesmal überzeugender auf Sie wirken. Ich möchte Ihnen aber selbstverständlich auch heute erläutern, wieso wir Ihren Antrag ablehnen. Erstens dauert so etwas Jahre, bis Ergebnisse vorliegen. Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen, dass eine Föderalismuskommission innerhalb eines Jahres errichtet werden und am Ende sogar noch Ergebnisse vorlegen kann. Und zweitens, das wissen wir aus Erfahrung, gibt es überhaupt keinen Automatismus, dass Deutschland nach einer Föderalismuskommission 3 sicherer wird. Ich zweifle sogar mehr als stark daran. Also hören Sie damit auf, hören Sie nach dieser Debatte damit auf, den Menschen zu suggerieren, Ihr Vorschlag könne Terroranschläge verhindern. Das ist schlichtweg Unsinn und löst kein einziges Problem. Das ist genauso wenig eine Lösung wie die regelmäßige Forderung der Linken nach der Abschaffung von Nachrichtendiensten. Für beide Fraktionen gilt, dass der Wunsch nach Sicherheit der Vater ihrer Gedanken ist. Das glaube ich schon und das können Sie für sich in Anspruch nehmen. Aber ich sage Ihnen, wenden Sie sich gerne vertrauensvoll an die deutsche Sozialdemokratie, wenn Sie Fragen zur inneren Sicherheit haben. Zum Thema der Sicherheitsarchitektur möchte ich Ihnen noch Folgendes sagen. Der Terroranschlag vom Breitscheidplatz, der eben auch schon Thema war, hat uns natürlich alle zutiefst getroffen. Es ist etwas schiefgelaufen in der Kommunikation zwischen den Behörden im Bund und in den Ländern, im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum namentlich. Das darf nie wieder passieren, darin sind wir uns einig. Und deshalb ist es richtig, dass die Zusammenarbeit im Verfassungsschutzverbund auf dem Prüfstand ist. Das ist ja auch Gegenstand des Untersuchungsausschusses hier im Bundestag. Aber auch eine komplett veränderte föderale Sicherheitsarchitektur kann nicht verhindern, dass, wo Menschen sind, auch Fehler gemacht werden und Fehleinschätzungen passieren, weil es eben keine hundertprozentige Sicherheit gibt, nirgends. Wir haben im BKA-Gesetz aber ganz genau geregelt, wer wann wofür zuständig ist. Auch im Bundesverfassungsschutzgesetz haben wir nach dem NSU-Untersuchungsausschuss die sogenannte Zentralstellenfunktion des Bundesamtes für Verfassungsschutz geregelt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie vielleicht auch meinen. Danach ist nämlich der Bund auch für besonders gelagerte regionale Fälle in den Ländern zuständig. Kann sich also von seiner Zentralstellenfunktion aus dort mit einbringen, wo das Bundesamt es für notwendig hält oder die Länder den Bedarf dafür sehen. Es gibt also in diesem Zusammenhang keine Regelungslücke. Und unter keiner erdenklichen Sicherheitsarchitektur, ich glaube, auch daran besteht kein Zweifel, hätte der rechtsextremistische Mord an Walter Lübcke oder der Terroranschlag von Halle verhindert werden können. Leider, aber das gehört zur Wahrheit auch dazu. Und eine Sache ist mir noch wichtig zu sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde, es geht nicht, dass jedes Mal, wenn etwas passiert, nach Zentralisierung gerufen wird oder nach der Verschärfung von Gesetzen. Gewöhnen Sie sich diese Reflexe ab. Sie erzielen damit genau das Gegenteil von dem, was Sie letztendlich wahrscheinlich oder mit Sicherheit wollen. Nämlich auch mitarbeiten, wenn es um die innere Sicherheit in Deutschland geht. Aber glauben Sie mir, so ein Antrag wie der heute hier gestellte ist der falsche Ansatz. Und auch in den Ländern, nämlich in denen Sicherheit zentral organisiert ist, Beispiel Frankreich, gehen Dinge schief. Und es gibt auch keinerlei Beleg dafür oder auch keinen Grund, das anzunehmen, wenn Sie kritisieren, dass wir in Deutschland 40 Behörden haben, die für Sicherheit zuständig sind, dass 10 oder 15 Behörden dann mehr Sicherheit produzieren würden. Auch dafür gibt es keinen Beleg. Und noch was, warum schweigen Sie eigentlich in Ihrem Antrag und auch hier im Plenum, wenn es darum geht, was unsere Sicherheitsbehörden, diese 40 Behörden, alles Gutes getan haben, wenn es um die innere Sicherheit und die Verhütung von Terroranschlägen
geht. Ich möchte ganz kurz vier Beispiele aufzählen. Zuletzt wurde am 19. November diesen Jahres ein 26-jähriger Syrer, der nach Anleitungen für einen Bombenbau recherchiert hat und sich in Chatgruppen dazu ausgetauscht hatte, in Berlin festgenommen. Oder die Festnahme von drei IS-Anhängern in Offenbach, die mutmaßlich einen Anschlag geplant haben. Im Juni letzten Jahres haben unsere Sicherheitsbehörden mit der Festnahme eines islamistischen Terrorverdächtigen in Köln den ersten Anschlagsversuch mit einer Biowaffe verhindert. Und Anfang dieses Jahres wurden drei Iraker in Schleswig-Holstein festgenommen, die einen Terroranschlag planten. All das ist Grund genug, um unseren Sicherheitsbehörden und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch ausführlich für ihre Arbeit zu danken. Zum Ende möchte ich sagen, am sichersten wird Deutschland aber natürlich, wenn sich Menschen erst gar nicht radikalisieren oder sie kriminell werden. Deshalb bin ich froh, dass unser Bundesprogramm Demokratie leben auf hohem Niveau weitergeführt wird und Projekte gegen Extremismus niedrigschwellig und vor Ort fördert. Aber Demokratiearbeit ist heute mehr denn je eine Daueraufgabe, die sich nicht mit einem Modellprojekt erledigt. Hier will die SPD den eingeschlagenen und erfolgreichen Weg weitergehen und mit einem Demokratiefördergesetz erfolgreiche Projekte auf dauerhafte, feste Füße stellen, weil Prävention der wichtigste Weg ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich lade Sie herzlich dazu ein, uns auch im neuen Jahr darin zu unterstützen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt hat das Wort der Kollege Benjamin Strasser, FDP. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute vor 3 Jahren hat ein islamistischer Attentäter auf dem Berliner Breitscheidplatz 12 Menschen das Leben genommen, 67 Menschen so schwer verletzt, dass sie teilweise bis heute Pflegefälle sind. Wir arbeiten seit März 2018 an einer Aufarbeitung unter erschwerten Bedingungen im Untersuchungsausschuss. Und bei vielen offenen Fragen, die sich stellen, können wir heute, glaube ich, ein Fazit ziehen. Mit einem System von 40 Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern, einem System aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, können wir nicht nachhaltig und wirksam Terrorismus in Deutschland bekämpfen. Wir brauchen weniger Behörden, die mehr Sicherheit organisieren. Und das zeigt sich in vielen Bereichen, bei Cyber, bei Clankriminalität, aber auch und insbesondere beim Terrorismus, wo wir es mit hochmobilen, kleinen terroristischen Zellen zu tun haben, die sich ganz natürlich über Ländergrenzen hinweg bewegen. Und wir erleben eben dann, wenn etwas schiefläuft, dass immer viele zuständig sind, aber wenn es darauf ankommt, keiner verantwortlich sein will. Und diesen Zustand müssen wir dringend beenden. Wir haben ein grundlegendes Struktur- und Kommunikationsproblem in den Behörden. Und dieser Vorwurf, er trifft weniger die Beamtinnen und Beamten, er trifft in allererster Linie uns Parlamentarierinnen und Parlamentarier, weil wir offenkundig in der Vergangenheit nicht willens und nicht in der Lage waren, diese organisierte Verantwortungslosigkeit zu beenden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und eins ist doch klar, der Deutsche Bundestag allein kann hier nicht entscheiden, sondern wir brauchen die Länder an unserer Seite, um ein neues System der Sicherheitsarchitektur zu finden. Und deshalb ist es richtig und wichtig, dass wir eine Föderalismuskommission 3 einsetzen, die den gordischen Knoten in diesem Bereich durchtrennt. Weil eins erleben wir doch, Kollege Schuster, dass gute Vorschläge auch von Ihnen immer wieder von den Ländern ausgebremst werden, nicht aus fachlichen Gründen, sondern weil man offensichtlich nicht bereit ist, Kompetenzen abzugeben. Und diese Kommission entscheidet auch mal und diskutiert nicht nur. Wo gibt es in diesem Parlament denn Verbündete? Die SPD, das haben wir erlebt, Herr Grötsch, das ist ja ein Totalausfall. Sie klinken sich komplett aus dieser Debatte. Was mich ein bisschen traurig macht, Herr Schuster, ist, dass Ihr eigener Bundesinnenminister bereits zum Amtsantritt gesagt hat, mit ihm gibt es keine grundlegende Reform der Sicherheitsarchitektur in Deutschland. Das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum, das arbeite alles ganz prima. Lade ich ihn gern mal ein als Besucher in den Untersuchungsausschuss, ob er diese Analyse noch teilt. Aber mich freut es auch, dass es eine Fraktion hier gibt, die sich auch von guten Argumenten überzeugen lässt, liebe Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen. Sie hatten ja durch
durchaus in der ersten Lesung noch berechtigte Zweifel. Aber ich glaube, Sie sind auch in der Debatte im Innenausschuss zu der Ansicht gekommen, dass es hier nicht darum geht, wie sehen unsere Ideen aus, sondern es braucht jetzt eine Kommission, die diese Ideen auf den Tisch legt und vor allem dann auch entscheidet. Und deswegen freuen wir uns, dass Sie heute zustimmen. Herr Schuster, ein bisschen Hoffnung habe ich ja auch noch bei Ihnen. Da gibt es deutliche Fortschritte. In der ersten Lesung haben Sie ja noch eine Föderalismuskommission abgelehnt. Das haben Sie heute nicht mehr gemacht. In der ersten Lesung haben Sie noch darauf verwiesen, es gibt eine Ministerpräsidentenrunde und eine IMK, die soll das für uns entscheiden. Zwei Fragen an Sie. Erste Frage, warum wird denn dann nicht entschieden? Warum wird dann nicht entschieden? Und zweite Frage, was für ein Selbstverständnis vom Parlament ist das dann, dass wir uns als Bundestag von Ministerpräsidenten eine Grundgesetzänderung aufschreiben lassen und die hier nur noch abnicken? Das ist unser Anliegen und das müssen wir hier tun. Abschließend, wenn Sie mir nicht glauben, dann glauben Sie vielleicht Ihrem Fraktionsvorsitzenden der Union, CDU, CSU, Ralf Brinkhaus, der zu 70 Jahren Grundgesetz hier meinte, Zitat, wir als Union stehen zum Föderalismus ohne Wenn und Aber. Doch wenn wir nicht bereit sind, ihn immer wieder zu überprüfen, zu reformieren und weiterzuentwickeln, wird er keine gute Zukunft haben. Wir brauchen daher ganz dringend eine dritte Föderalismuskommission. Zitat Ende. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Springen Sie über den Schatten, stimmen Sie dem zu. Vielen Dank. Dr. André Hahn, Die Linke ist der nächste Redner. Herr Präsident, meine Damen und Herren, heute vor genau 3 Jahren geschah der schreckliche Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz. Der Bundestagspräsident hat vorhin an die 12 getöteten Menschen und die mehr als 70 Verletzten erinnert. Deshalb und auch nach den jüngsten rechtsextremistischen Anschlägen ist die Frage nach einer gut funktionierenden Sicherheitsarchitektur in Deutschland aktueller denn je. Doch bevor ich auf den dazu vorliegenden Antrag der FDP eingehe, komme ich nicht umhin festzustellen, dass der Staat, dass staatliche Behörden im Vorfeld dieser und anderer schwerer Gewalttaten leider immer wieder in unverantwortlicher Weise versagt haben. Im Umfeld der rechten Mörder des NSU waren Dutzende V-Leute im Einsatz. Nicht eine der Taten wurde dadurch verhindert. Der Aufenthalt der Gesuchten wurde über Jahre hinweg nicht ermittelt und auch die Aufklärung der Verbrechen wurde massiv erschwert, weil der Verfassungsschutz wichtige Akten rechtswidrig schredderte. Damals, wie auch bei den jüngsten Anschlägen, versprach die Bundesregierung, versprach auch die Kanzlerin persönlich, vollständige und rückhaltlose Aufklärung. Dieses Versprechen ist bislang nicht eingelöst worden. Und den daraus resultierenden Unmut, ja auch die Wut der Hinterbliebenen, können wir als Linke gut nachvollziehen. Hier muss die Regierung endlich handeln. Auch im Fall des Anschlags vom Berliner Breitscheidplatz sind nach wie vor viele Fragen ungeklärt. Warum konnte vor 3 Jahren ein Attentäter den Landeskriminalämter aus Berlin und Nordrhein-Westfalen, den das Bundeskriminalamt, das Bundesamt für Verfassungsschutz und, wie wir erst vor wenigen Tagen erfahren haben, auch der Bundesnachrichtendienst auf dem Schirm hatten? Und mindestens ein Dutzend Mal war dieser Mann Thema im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum GETAZ. Wieso konnte er nicht rechtzeitig vor seiner Tat gestoppt werden? Das LKA Berlin stellte Mitte 2016 die Beobachtung des späteren Attentäters mit der fadenscheinigen Begründung ein, dass sich Drogenhandel und Salafismus ausschließen würden. Mindestens 2-mal verzichtete das Bundeskriminalamt auf eine koordinierende Rolle und lehnte Ersuchen aus Nordrhein-Westfalen ab, die Ermittlungen zu Amri an sich zu ziehen, weil es der Person des späteren Attentäters offensichtlich nicht die tatsächliche Relevanz beimaß. Und kurz nach dem Anschlag wird ein Freund Amris, mit dem sich dieser noch am Vorabend der Tat getroffen hatte und bei dem die Frage einer Mittäterschaft im Raum steht, auf Betreiben der Bundesregierung eiligst nach Tunesien abgeschoben, von wo er kaum noch zur dringend erforderlichen Aufklärung beitragen kann. Über die Hintergründe herrscht bis heute eisiges Schweigen. Nicht nur für die Opfer und Hinterbliebenen ist das schlichtweg unerträglich. Meine Damen und Herren, die Untersuchungen zum Anschlag auf dem Breitscheidplatz sind noch nicht abgeschlossen. Aber man kommt doch jetzt schon zu einer wichtigen Erkenntnis, womit ich auch den Bogen zum vorliegenden FDP-Antrag schließe. Wenn Behörden aus vorhandenen Informationen falsche Schlüsse ziehen, womöglich auch aus mangelnder interkultureller Kompetenz,
wenn das Bundeskriminalamt den Fall nicht an sich zieht, obwohl dies geboten gewesen wäre, und wenn der BND, der ja offenbar gut informiert war, seine Erkenntnisse möglicherweise aus zweifelhaften Opportunitätsgründen nicht an die Polizei weiterreichte, dann haben wir es doch ganz offensichtlich nicht mit Problemen in der föderalen Struktur zu tun, wie die FDP unterstellt, sondern mit eklatanten Mängeln beim Vollzug geltender Gesetze. Und wir als Linke haben erhebliche Zweifel, ob eine zigste Reformkommission die vorhandenen Probleme lösen kann. Uns würde es fürs Erste schon reichen, und damit wären wir schon sehr, sehr weit, wenn die Bundes- und Landesregierungen die Schlussfolgerungen und Empfehlungen der NSU-Untersuchungsausschüsse endlich vollständig umsetzen würden. Meine Damen und Herren, seitdem wir im Januar das erste Mal über diesen Antrag beraten haben, haben sich zwei weitere erschütternde Anschläge ereignet. Mit dem Attentat in Halle und der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wurde die Bedrohung durch den rechtsextremen Terror, dem seit der Wiedervereinigung fast 200 Menschen zum Opfer fielen, für weite Teile der Gesellschaft sichtbar und endlich, muss man sagen, auch durch den Bundesinnenminister als Problem erkannt. Meine Damen und Herren, rechter Terror kommt nicht aus dem Nichts. Rechter Terror entsteht durch ein gesellschaftliches Klima, in dem ethische, ethnische oder religiöse Minderheiten zu Sündenböcken gemacht werden und die Grenze des Sagbaren Stück für Stück nach rechts verschoben wird. Dieses üble Geschäft betreibt hier im Land derzeit vor allem die AfD. Und daher sind alle Demokratinnen und Demokraten gefordert, rechter Hetze entschieden zu widersprechen. Ob im Netz, ganz entschieden zu widersprechen, ob im Netz, auf der Straße oder eben auch hier im Deutschen Bundestag. Und wir brauchen eine kontinuierliche Unterstützung all jener Initiativen, die sich Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus entgegenstellen. Diese Initiativen benötigen dringend eine langfristige finanzielle Planungssicherheit. Und auch das, meine Damen und Herren, auch das war eine Forderung des NSU-Untersuchungsausschusses. Das, nämlich diese Planungssicherheit für die Initiativen, ist aus Sicht der Linken definitiv wichtiger als eine neue Föderalismuskommission. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Irene Michalis, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Heute vor 3 Jahren ereignete sich der bisher schlimmste islamistische Terroranschlag in Deutschland, und wir gedenken der Opfer und der vielen Verletzten heute in einem Gottesdienst in der Gedächtniskirche. Gemeinsam sprechen wir auch hier in dieser Debatte den Hinterbliebenen unser tief empfundenes Mitgefühl aus. Dieser Anschlag lässt sich nicht rückgängig machen. Das Einzige, was wir tun können, ist, entschlossen aufzuklären und vor allem die richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Das wollen wir tun. Und ich verspreche Ihnen, wir werden nicht lockerlassen, den vielen offenen Fragen nachzugehen und die Aufklärung nach Kräften voranzutreiben. Und dabei stellt sich schon heute die Frage, ob bereits notwendige Veränderungen vorgenommen wurden. Und da sagen wir Grüne klipp und klar, nein, die entscheidenden Lehren für die bundesrepublikanische Sicherheitsarchitektur sind eben noch nicht gezogen worden. Und da müssen wir jetzt ran. Sitzung für Sitzung arbeiten wir im Untersuchungsausschuss den massiven Reformbedarf in der föderalen Sicherheitszusammenarbeit heraus. Ein Beispiel dafür ist die fatale Fehleinschätzung Arnes Amris im GTAZ, maßgeblich vorgenommen vom Bundeskriminalamt im Februar 2016, also 10 Monate vor dem Anschlag. Eine Quelle des LKA NRW hatte sehr detailliert über seine konkreten Anschlagsplanungen berichtet. Das BKA hat der Quelle aber nicht geglaubt und auch den Bewertungen aus NRW nicht vertraut, ohne das allerdings fachlich zu begründen. Durch diese Einschätzung des BKA wurden die Weichen im Fall Amri falsch gestellt. Das BKA hat den Fall damals nicht übernommen, obwohl es die gesetzliche Kompetenz dazu gehabt hätte. Der entsprechende Paragraph 4a ist ja vor einigen Jahren extra ins BKA-Gesetz hineingeschrieben worden, damit die Bundesebene in länderübergreifenden Fällen die Koordination übernehmen kann. Wenn die Voraussetzungen dafür im Fall Amri nicht vorlagen, dann fragt man sich doch, wann denn dann? Anstatt zu übernehmen,
hat man den Fall Amri einfach laufen lassen und jede betroffene Landespolizei hat weiter vor sich hingearbeitet. Wie das ausging, ist bekannt. Wenn die Rahmenbedingungen so etwas zulassen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann müssen wir die Rahmenbedingungen ändern. Auch die Rolle der zweiten Säule unserer Sicherheitsarchitektur, des Verfassungsschutzes, war im Fall Amri alles andere als rühmlich. Das BfV hat mit einigen V-Leuten die beiden Moscheen, die Amri am häufigsten besuchte und in denen er wichtige Kontakte knüpfte, praktisch umstellt. Der Output war gleich null. Keine der Quellen will Amri wirklich gekannt haben. Details, Berichte, Informationen, alles Fehlanzeige, das alles erinnert in erschreckender Weise an das NSU-Desaster. Auch die Bund-Länder-Zusammenarbeit des Verfassungsschutzes hat nicht funktioniert. Und auch da, obwohl der damals verantwortliche Verfassungsschutzpräsident Maaßen im September 2015 die neuen Kompetenzen für seine Behörde in den höchsten Tönen gelobt hat. Damals hat nämlich das BfV eine Zentralstellenfunktion bekommen. Der Kollege Grötsch hat gerade darauf hingewiesen, um eben die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern zu koordinieren. Aber Herr Grötsch, es ist halt auch da nicht angewandt worden. Ja? Nur 5 Monate später, als Amri auf die Bühne trat, hätte sich diese neue Kompetenz bewähren müssen. Sie hätte sich bewähren können, aber es ist leider nicht passiert. Nicht nur am Beispiel des verheerenden Anschlags vom Breitscheidplatz oder am Beispiel der schrecklichen NSU-Verbrechen, sondern auch noch an vielen, vielen weiteren Fällen sieht man, der Schlüssel zu einer guten Sicherheitsarchitektur liegt eben nicht im wilden Ändern von Gesetzen oder in der Ausweitung von Befugnissen. Das alles ist Stellschraubenpolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Schlüssel liegt darin, die föderale Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden von Grund auf neu aufeinander abzustimmen und aus den Organisationszusammenhängen der Nachkriegszeit endlich ins 21. Jahrhundert zu führen. Wir müssen die ineffektive Kleinstaaterei überwinden und Zuständigkeiten und Kompetenzen insgesamt neu regeln. Wir leisten uns immer noch 17 Inlandsnachrichtendienste, eine überflüssige Fragmentierung der Aufklärung verfassungsfeindlicher Bestrebungen, die wir dringend überwinden müssen. Und dabei geht es eben nicht um Zentralisierung, sondern um eine Verbesserung des Föderalismus. Auch bei der Kriminalitätsbekämpfung braucht es bund-länderübergreifende Standards für die Qualifizierung von Personal, für die Ausstattung sowie auch für die Aufgabenwahrnehmung. Über Verwaltungsvereinbarungen können sich Bund und Länder wechselseitig verpflichten, bestimmte Ressourcen bereitzustellen und sich gegenseitig über Ländergrenzen hinweg unterstützen. Das gilt auch für die Arbeit im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum oder auch in den anderen gemeinsamen Zentren. Denn das sogenannte GETAZ, das ist doch schon lange viel mehr als eine schlichte Informationsbörse. Hier müssen wir aus einem Provisorium eine effektive Struktur machen mit klaren rechtsstaatlichen Leitplanken zur Informationsweitergabe und für die Übernahme von Verantwortung in der Fallbearbeitung. Ob bei der Gefahrenabwehr oder bei der Kriminalitätsbekämpfung. Ländergrenzen dürfen der Sicherheitszusammenarbeit nicht im Wege stehen. Und ich möchte der FDP für ihre Initiative danken, auch wenn sie nicht das Copyright auf diese Idee haben. Ja. Wir stimmen Ihrem Antrag heute zu, denn wir teilen das Grundanliegen, dass wir eine solide Reform unserer Sicherheitsarchitektur brauchen. Und noch ein Wort an Sie gerichtet, Herr Schuster. So etwas abzulehnen mit der Begründung, dass das ja am Widerstand der Länder sowieso scheitert, das ist doch nur eine Ausrede, wenn Sie ganz ehrlich sind. Wie soll denn die Bundesebene den Ländern gegenübertreten, wenn sie es nicht schafft, eine einheitliche Position in dieser Frage zu formulieren? Heute haben Sie die Gelegenheit dazu. Wir werden dem Antrag zustimmen. Und ich kann an alle hier im Haus appellieren, das auch zu machen. Nächster Redner ist der Kollege Christoph de Vries, CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe FDP, in vielen Themenfeldern haben wir durchaus ähnliche Auffassungen. Aber bei der inneren Sicherheit muss ich leider feststellen, wiederholt, dass wir da nicht gemeinsam auf einen Nenner kommen. Ich frage mich schon, was Sie mit dem vorliegenden Antrag inhaltlich eigentlich bewirken wollen. Wenn wir mal die Prosa jetzt außen vor lassen, alles, was Sie da geschrieben haben, stelle ich doch fest, Ihr Antrag ist in der Sache reichlich dünn. Von den 9 Punkten, die Sie vorgelegt haben, handeln 8 Punkte, 8 von 9 ausschließlich organisatorischer, verfahrenstechnischer Art.
Und der einzige Punkt, wo Sie konkrete inhaltliche Forderungen erheben, da nehmen Sie selbst als Antragsteller, als Partei, als FDP überhaupt keine inhaltliche Positionierung fest. Da sagen Sie uns nicht, was Sie eigentlich wollen. Ich will Ihnen das gerne erklären. Sie thematisieren beispielsweise die Zuständigkeiten für die Abschiebung ausreisepflichtiger Gefährder. Sie lassen uns aber nicht wissen, ob Sie die Zuständigkeit nun beim Bund haben wollen oder eine andere Lösung. Sie fordern etwas nebulös Regeln für das Trennungsgebot zwischen Polizei und Nachrichtendiensten. Sie lassen uns aber nicht wissen, ob Sie das aufweichen wollen, ob Sie es abschaffen wollen oder was auch immer. Und so geht es munter durch Ihren gesamten Antrag. Aber, meine Damen und Herren, da sage ich Ihnen auch, wer Änderungen in unserer föderalen Sicherheitsarchitektur in Deutschland will, der muss doch mal politisch ansatzweise Farbe bekennen, wohin die Reise eigentlich gehen soll. In Hamburg würden wir sagen, da muss man endlich mal Butter bei die Fische geben, liebe Kollegen. Also, solche inhaltlichen Tiefflüge sind wir von Ihrer Fraktion eigentlich nicht gewohnt. Das kennen wir in der Regel von der benachbarten Fraktion. Und dass Sie jetzt auch noch eine namentliche Abstimmung beantragen, setzt dem Ganzen dann noch etwas die Krone auf. Aber Sie haben ja ein paar substanzielle Forderungen, zum Beispiel die Schaffung einer digitalen Infrastruktur. Aber da ist doch schon viel passiert. Sie kennen das Projekt PIA von anderen. Und Thomas de Maizière, die Wertebach-Kommission, Sie haben viele Vorschläge vorgeschlagen. Und da will ich Ihnen gerne mal was zu sagen, was Ihr stellvertretender Bundesvorsitzender Wolfgang Kubicki dazu gesagt hat am 5.1.2017. Das ist kompletter Nonsens. Wir haben doch schon ein FBI, es heißt noch Bundeskriminalamt. Noch mehr Konzentration führt zu noch mehr Fehlern. Also, bei dieser Vielstimmigkeit innerhalb der FDP wundere ich mich erst recht, was Sie denn nun eigentlich in der Sache wollen. Vielleicht fehlt auch etwas Expertise. Vielleicht bräuchte man noch mal wieder einen Innenminister in einem Bundesland. Das ist nur Spekulation. Das stimmt. Da sind wir durchaus beieinander. Aber nun zum Vorschlag selbst. Es ist doch völlig klar, wir haben kein Erkenntnisdefizit, wir haben ein Handlungsdefizit. Und zur Wahrheit gehört, die Länder wollen schlichtweg keine Abgabe von Kompetenzen. Das wissen wir alle. Und nun können Sie doch nicht ernsthaft glauben, dass eine Kommission, die ähnlich heterogen zusammengesetzt ist wie eine Innenministerkonferenz, auf einmal zu substanzielleren Ergebnissen kommen würde. Das ist doch naiv. Ich will Ihnen das mal sagen mit den Worten von Albert Einstein. Die Definition von Wahnsinn ist immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und genau das machen Sie an der Stelle hier mit Ihrem Antrag. Also, ich will Ihnen aber auch sagen, was wir machen. Wir machen das Notwendige und das Machbare. Mit dem Pakt für den Rechtsstaat, 2000 neue Stellen für Richter und Staatsanwälte, 7500 neue Stellen für die Sicherheitsbehörden des Bundes, 7500 Stellen bei den Länderpolizeien, gemeinsame Terrorabwehrzentren GTAZ und GEZ, nationales Cybersicherheitszentrum, Abwehrzentrum und vieles mehr. Und wir bleiben ja aktiv. Der Bundesminister Seehofer hat gestern wieder konkrete Vorschläge geliefert, wie unsere obersten Sicherheitsbehörden besser zusammenarbeiten können und sollen, um den Rechtsterrorismus in unserem Land zu bekämpfen. Also, kurz gesagt, um es mit Ihren Worten zu sagen, die Union ist die Servicekraft für die Sicherheit der Menschen in Deutschland. Ich glaube, das können wir durchaus guten Gewissens sagen. Und ein gut gemeinter Rat am Ende, statt solche wenig zielführenden Forderungen jetzt immer wieder zu erheben, wäre es vielleicht doch besser, wenn Sie Ihr Verhältnis mal zwischen Sicherheit und Freiheit, Datenschutz etwas neu justieren würden. Der Kollege Schuster hat es ja angesprochen. Denn bei allen wichtigen staatlichen Befugnissen, über die wir hier reden, Online-Untersuchungen, Quellen-TKÜ, Videoidentifizierung an Bahnhöfen, wer ist regelmäßig nicht dabei? Das ist Ihre Partei. Sie sollten das mal überdenken über die Feiertage, denn eins ist auch klar, Freiheit ohne Sicherheit gibt es nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin in der Debatte ist für die Fraktion der SPD die Kollegin Susanne Mitter. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sicherheit an Leib und Leben ist ein Grundrecht, und dass der Staat dafür sorgt, dass alle Bürgerinnen und Bürger sich sicher fühlen und sich frei entfalten können, ist seine grundlegendste Aufgabe. Und wir als Abgeordnete sorgen für das gesetzliche Rüstzeug und damit das auch so bleibt.
Gerade heute ist schon mehrfach erwähnt worden, der dritte Jahrestag des Anschlags auf den Breitscheidplatz in Berlin, werden wir schmerzlich an diese Aufgabe erinnert. Und unser Mitgefühl, denke ich, gehört allen Angehörigen, die da Verluste erlitten haben. Doch anders als die FDP das darstellen möchte, ist die nationale Sicherheitsarchitektur keinesfalls in Gefahr. Und nein, seit den 50er Jahren hat sich schon einiges verändert, und ich hoffe, dass das auch irgendwann die FDP mitkriegt. Ja, es gibt Bedrohungen durch Terror, sei es von Rechtsradikalen oder von Islamisten. Wir haben alle die NSU-Mordreihe ebenso wenig vergessen wie den Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz. Das haben wir ja schon gesagt. Und ja, es wurden offensichtlich Fehler gemacht bei der Aufklärung dieses Verbrechens. Die wurden zum großen Teil benannt und werden noch benannt und Abhilfe geschaffen. Aber zum einen haben wir bereits rechtliche Konsequenzen daraus gezogen, und zum anderen ist die von Ihnen vorgeschlagene Kommission ganz sicher nicht der Weg, auf vielfältige und komplexe und sich immer wieder ändernde Bedrohungslagen zu reagieren. Sie stellen in Ihrem Antrag grundlegende Struktur- und Kommunikationsmängel bei den Sicherheitsbehörden fest. Die Tatsache, dass die NSU-Morde trotz vieler Ähnlichkeiten nicht in einen Zusammenhang gebracht wurden, ist allerdings zum Teil ein Ermittlungsmangel und nicht die Bandbreite der Möglichkeiten ausermittelt zu haben. Und entsprechend daher haben wir bereits 2015 erste und deutliche Konsequenzen gezogen. So kann der Generalstaatsanwalt früher und schneller Ermittlungen übernehmen. Und schon bei Anhaltspunkten auf eine staatsfeindliche Tat, die dafür sprechen, dass der Staatsanwalt zuständig sein könnte, sind die Länder zur Vorlage des Falls verpflichtet. Außerdem haben wir das Strafgesetzbuch geändert. Nun sind rassistische, fremdenfeindliche und sonstige menschenverachtende Motive strafverschärfend und machen also auch deutlich, dass auch jetzt immer in diese Richtung ermittelt werden muss. Ja. Und natürlich haben wir auch auf das Attentat auf dem Breitscheidplatz reagiert. Die dort im Vorfeld und während der Ermittlungen erfolgten Unterlassungen werden derzeit, wie schon erwähnt, in einem Untersuchungsausschuss untersucht. Aber eins war auch schnell klar, und ein hochrangiger Beamter aus Berlin fasste das zusammen: Es mangelt uns nicht an Gesetzen, wir haben ein Vollzugsdefizit, sprich zu wenig Leute und Abstimmungsprobleme. Und daher haben wir seitdem die Sicherheitsbehörden auch beispiellos gestärkt, wenn man das noch mal kurz erwähnen darf. Polizei, Justiz, Nachrichtendienste haben Tausende zusätzliche Stellen bekommen. Allein fürs nächste Jahr sind 600 Stellen fürs BKA und Verfassungsschutz und 2150 Stellen für die Bundespolizei geplant. Die Informationsvernetzung wird seit Jahren schon forciert und auch investiert. Außerdem haben wir bundesweit vereinheitlicht, was überhaupt ein Gefährder ist. Bis Januar konnte jedes Bundesland selbst entscheiden, was überhaupt ein Gefährder ist. Und im Übrigen war einige Jahre zuvor diese Art von Gefährdern noch überhaupt nicht bekannt. Auch das gemeinsame GTAZ, also gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum, beschäftigt sich mittlerweile mit Gefährdern, was auch nicht immer so war. Und bis 2016 wurden dort lediglich Sachstände erhoben. Keiner hatte am Ende den Hut auf. Also das weitere Vorgehen und wer dafür verantwortlich ist, muss jetzt festgelegt werden. Also erste Lehren wurden gezogen und weitere werden noch folgen. All diese beispielhaft genannten Schritte hin zu einer stärker abgestimmten Sicherheitspolitik haben wir also längst unternommen, und das ohne jedes politische Showmanöver. Genauso auf europäischer Ebene, da darf man dabei nicht so ganz außen vor lassen. Dort wurde und wird der Tatsache, dass wir neue und sehr bewegliche Bedrohungslagen haben, Rechnung getragen und gehandelt, zum Beispiel durch Sirene oder durch Prümmerbeschlüsse. Sie regeln im Kern die besseren automatisierten Austausch von Informationen auch über EU-Länder hinweg, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Aber, hier kommt wieder das Aber, bis jetzt funktioniert es nur unvollständig, weil viele EU-Länder diese Systeme nicht mit Daten füttern. Und dann kann man hier sich auch schlecht austauschen. Und als Mitglied der Europol-Kontrollkommission, da kann ich nur sagen, da müssen wir noch sehr viel mehr Werbung machen, dass alle EU-Länder diese Systeme auch nutzen.
Das Plädoyer der FDP für Informationsaustausch auf europäischer Ebene in allen Ehren. Aber wenn man immer wieder neue Strukturen erfindet, die müssen ja auch gelebt werden, das funktioniert nicht. Apropos verbesserter Datenaustausch, dass ausgerechnet Sie von der FDP jetzt eine Lanze dafür brechen, finde ich wirklich ironisch. Ihre Partei war es doch, die es Sicherheitskräften schon vor Jahren vor lauter Datenschutz unmöglich gemacht hat, sich ein umfassendes Bild zu verschaffen. Und als ehemalige Polizeibeamtin weiß ich sehr wohl, wie frustrierend es ist, keine Informationen über mutmaßliche Täter zusammenführen zu können, weil aufgrund übermäßigen Datenschutzes kein Zugang zu den Datenbanken anderer Behörden besteht. Und erwarten Sie ernsthaft, dass je 16 Mitglieder von Bundesrat und Bundestag sich so weit in komplexe Abläufe der Sicherheitsbehörden einarbeiten können oder wollen, dass die Handlung und Entscheidungsfähigkeit optimiert werden kann? Trauen Sie eigentlich unseren Sicherheitskräften gar nichts mehr zu? Und damit schwächen Sie auch nur die Bund-Länder-Beziehung, was auch nicht Sinn der Sache sein kann, denn schließlich sollten sich Bund und Land auch gegenseitig kontrollieren. Es ist eine Mehr zu glauben, dass eine zentralistische Organisation besser funktioniert. Am Beispiel Frankreich kann man das sehen. Es hat war eher schlechter organisiert. Und deswegen meine ich zu Ihrem Antrag, gut gemeint, ist noch lange nicht gut gekonnt. Und deswegen werden wir den ablehnen. Vielen Dank. Der nächste Redner ist für die Fraktion der FDP der Kollege Konstantin Kuhle. Herr Präsident, meine Damen und Herren, heute jährt sich der Anschlag am Berliner Breitscheidplatz zum dritten Mal und wir danken dem Herrn Bundestagspräsidenten, dass er heute der Opfer gedacht hat. Es ist aber nicht nur der dritte Jahrestag des Anschlags am Berliner Breitscheidplatz, auch die schreckliche Mordserie des sogenannten nationalsozialistischen Untergrundes ist jetzt 8 Jahre her, ungefähr seit ihrer Entdeckung. Und ich glaube, dass hier manche im Haus eine bestimmte Frage immer noch unterschätzen, die sich viele Opfer und viele Hinterbliebene stellen. Das ist die Frage, wie konnte das passieren? Und das ist die Frage, wie können wir verhindern, dass sowas in Zukunft wieder passiert? Und wer diese zweite Frage beantworten will mit einer Stärkung unserer Sicherheitsbehörden, der kann das auf 3 Arten tun. Er kann die Sicherheitsbehörden mit mehr Personal und finanziellen Mitteln ausstatten. Ich glaube, da gibt es hier einen breiten Konsens im Haus. Er kann die Sicherheitsbehörden bei ihren Befugnissen stärken. Auch darüber wird hier regelmäßig diskutiert. Und der dritte Weg, er kann die Sicherheitsbehörden strukturell stärken. Und wer sich immer noch einer strukturellen Reform der Sicherheitsbehörden, auch beim Thema Föderalismus, verweigert, der nimmt die Sorgen und der nimmt die offenen Fragen auch der Opfer dieser beiden terroristischen Ereignisse nicht ernst. Und deswegen legen wir Ihnen heute ein Konzept vor, mit dem wir einsteigen wollen in eine Reform des Sicherheitsföderalismus in Deutschland. Und meine Damen und Herren, es ist ja spannend zu beobachten, aus welchen unterschiedlichen Gründen die beiden Koalitionsfraktionen heute gegen unseren Antrag stimmen werden. Auf der einen Seite ist die CDU-CSU. Herr Schuster, Sie werden heute gegen den Antrag für eine Föderalismusreform im Bereich der inneren Sicherheit stimmen. Aber Sie tun das wenigstens mit schlechtem Gewissen, weil Sie eigentlich wissen, dass wir eine Reform der Sicherheitsarchitektur im Bereich des Föderalismus brauchen. Dagegen wird die SPD, und das ist das eigentlich Schlimme an der Sache, aus voller innerer Überzeugung gegen diesen Antrag stimmen. Und meine Damen und Herren, das versteht draußen kein Mensch. Dass wir nach dem NSU, dass wir nach dem Breitscheidplatz immer noch 16 Landesämter für Verfassungsschutz haben. Dass die Daten an verschiedenen Stellen gesammelt werden, aber eben nicht miteinander geteilt werden. Dass es keine gesetzliche Grundlage für das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum gibt. Dass Sie immer noch nicht die Lehren daraus gezogen haben, was da passiert ist. Und das hier auch noch im Brustton der Überzeugung als eine Verteidigung der deutschen Sicherheitsarchitektur darstellen, das ist wirklich schwach und da hätte ich mir mehr gewünscht. Ich will nur ein Zitat Ihnen vorlesen aus der aktuellen Innenministerkonferenz. Die aktuelle Innenministerkonferenz, 2. bis 4. Dezember 2019, hat beschlossen, Stärkung der Zentralstelle in den Bereichen Analysekapazitäten und so weiter zur Bekämpfung des Rechtsextremismus. Aufbau einer Zentralstelle im Bundesamt für Verfassungsschutz zur Erfassung von Rechtsextremisten im öffentlichen Dienst. Beim Thema Mobilisierung im Internet, Ausdehnung des Aufgabenbereichs der im BKA eingerichteten Service- und Clearingstelle auf eine Zentralstellenfunktion. Also die Innenminister machen das längst. Fernab von dem, was hier im Deutschen Bundestag beschlossen wird, am lauschigen Kaminfeuer der Innenministerkonferenz werden die
Befugnisse und werden die Kompetenzen hin und her geschoben. Und der Deutsche Bundestag hat nichts, aber auch gar nichts damit zu tun. Das ist nicht unser Verständnis von Innenpolitik. Es braucht einen großen Wurf, mehr programmatische Kreativität, mehr politisches Engagement für eine Reform der Sicherheitsarchitektur. Und deswegen stimmen Sie unserem Antrag heute zu. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner in der Debatte ist der Kollege Philipp Amthor für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die FDP leidet seit Beginn der Legislaturperiode an einem zentralen Problem. Sie können sich nicht entscheiden. Sie können sich nicht entscheiden. Wir haben gestern eine FDP gesehen, die uns vorwirft, dass wir die Bürgerrechte schleifen und dass das ganz schlimm ist, was wir mit den Kompetenzen der Sicherheitsbehörden machen wollen. Heute sehen wir eine FDP, die uns vorwirft, dass wir nicht beherzt genug in der Innenpolitik vorgehen. Das passt alles nicht zusammen und deswegen will ich Ihren Frontphilosophen noch mal in Erinnerung bringen. Christian Lindner würde sagen, es ist besser, keinen Populismus zu betreiben, als schlechten Populismus zu betreiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gleichwohl ist das Anliegen Reform der Sicherheitsarchitektur ein richtiges. Das haben wir schon zu Beginn in der ersten Lesung dieser Debatte gesagt. Und ich will ganz offen sagen, Reformdiskussionen über den Föderalismus, die sind nicht populär und es wird nicht als das größte Problem gesehen, aber es ist für die Handlungsfähigkeit unseres Staates eben eine zentrale Herausforderung. Und ja, für uns ist klar, Sicherheit und die größten Probleme, die größten Gefahren für unseren Staat, Terrorismus, Cyberkriminalität, das nimmt keine Rücksicht auf die Grenzen von Ländern und erst recht nicht auf die Grenzen von Bundesländern. Deswegen ist es notwendig und richtig, dass wir über eine Föderalismusreform reden. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, es ist nicht so, wie Konstantin Kuhle gesagt hat, dass wir hier mit schlechtem Gewissen ablehnen, sondern aus der guten und richtigen Überzeugung, dass Ihr Antrag einfach zu kurz greift. Weil Sie verkennen natürlich einen wesentlichen Punkt. Wir könnten hier bei einer Frage der Reform der Sicherheitsarchitektur gerade unter Innenpolitikern uns relativ schnell einig werden. Mit den Ländern sieht das allerdings komplizierter aus. Und das hat auch damit zu tun, dass die Ministerpräsidenten solche Diskussionen zwar mit dem Grundgesetz auf dem Tisch, aber eher mit dem Taschenrechner unter dem Tisch führen. Denn die große Diskussion, um die es hier geht, ist nämlich auch die Frage von Staatsfinanzen. Und deswegen müssen wir vielleicht an dieser Stelle auch mal darauf hinweisen, dass wir das große Problem haben, dass seit Jahren die Leistungen von Ländern und Kommunen natürlich zunehmend durch den Bund finanziert werden. Und einfach, um die Zahlen mal aufzurufen, 85 Millionen hat der Bund an den Ländern zur Verfügung gestellt, allein im Jahr 2020. Und in den nächsten Jahren von 2019 bis 2023 geben wir Umsatzsteuermittel in Höhe von 72,5 Milliarden an die Länder. Das führt dazu, dass die Länder erstmals ein Umsatzsteueraufkommen haben, das höher ist als das des Bundes. Und das führt dazu, dass wir ein klassisches Prinzip haben, die Länder verkaufen Kompetenzen gegen Geld. Und das ist nicht überzeugend, liebe Kollegen. Es führt dazu, dass Wolfgang Schäuble mit seinem Zitat recht hat. Wenn wir so weitermachen mit dem Föderalismus, sind alle für alles zuständig, aber niemand für irgendetwas verantwortlich. Und das finden wir falsch, liebe Kollegen. Und deswegen müssen wir es schaffen, dass wir hier auch klar als Bund zu unserer Verantwortung gegenüber den Ländern kommen. Und ja, da ist im Bereich der inneren Sicherheit einiges zu tun. Darauf wurde in der Debatte richtigerweise hingewiesen. Wir wollen eine stärkere Zentralstellenfunktion unserer Sicherheitsbehörden des Bundes, insbesondere des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Wir wollen bessere und klarere Entscheidungswege, gerade im Kampf gegen die übergreifenden Gefahren von Cyberterrorismus und Extremismus. Und ja, wir wollen auch den Weg zu einem Musterpolizeigesetz. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will Ihnen gerade von der FDP sagen, das, was wir uns unter einem Musterpolizeigesetz vorstellen, das geht eher in die Richtung eines bayerischen Gesetzes, das State of the Art ist und gegen das Sie Hand in Hand mit der Antifa demonstriert haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da wollen wir lieber einen guten Standard. Und die Gefahr für den Rechtsstaat sind nicht die Politiker, die für Kompetenzen auf der Höhe der Zeit werben, sondern die Gefahr für den Rechtsstaat sind die Politiker, die den Sicherheitsbehörden diese Kompetenzen verweigern wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen
muss man sagen, jenseits einer großen Föderalismusreform stehen die Diskussionen jetzt konkret an. Wir haben laufende Gesetzgebungsverfahren und bevorstehende Gesetzgebungsverfahren zum Bundesverfassungsschutzgesetz, zum Bundespolizeigesetz, zur Cyberabwehr und auch den Weg zu einer aktiven Cyberabwehr. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, alle, die hier jetzt für die Sicherheitsbehörden reden, denen steht die Prüfung dann konkret bevor, ob sie bei diesen Gesetzgebungsvorhaben auch an unserer Seite stehen. Wir setzen darauf und dann können Sie Ihre Lippenbekenntnisse auch in konkrete Taten umsetzen. Und wir sagen, es ist wichtig, es ist richtig, der Sicherheitsarchitektur unseres Landes ein Update zu geben. Und gerade 3 Jahre nach dem Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz sind wir dies den Opfern und unserem Land schuldig. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Letzter Redner in der Debatte ist für die Fraktion der CDU-CSU der Kollege Michael Kuffer. Liebe Kollegen und Kolleginnen, ich bitte, den Lautstärkepegel Ihrer Gespräche etwas zu dämpfen und auch dem letzten Redner in der Debatte vor der namentlichen Abstimmung Gehör zu schenken. Herr Kuffer, Sie haben das Wort. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, ja, das Verbrechen und die Kriminalität machen nicht an den Landesgrenzen Halt. Und deswegen ist es nicht zu bestreiten, dass sich unsere Sicherheitsbehörden angesichts sich wandelnder Gefährdungslagen, angesichts der zunehmenden internationalisierten Vernetzung von Terroristinnen und Straftätern, angesichts der rasenden Entwicklungen im Bereich von Cybercrime und vielem anderen jeden Tag aufs Neue fortentwickeln und stetig anpassen müssen. Das steht außer Frage. Es betrifft die personelle Ausstattung, die technischen Kapazitäten und Fähigkeiten, die Befugnisse genauso wie die Arbeitsweise und die Vernetzung untereinander. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, Kommissionen sind ja eine gute Idee, gerade auch im Bereich des Föderalismus. Ich knüpfe an die Vorschläge des Kollegen Brinkhaus. Nur, sie sind nur dann eine gute Idee, wenn man weiß, wo man damit auch hin will. Aber Sie haben sich heute es einfach wieder mal einfach gemacht und haben deshalb eine Kommission gefordert, nicht weil Sie wissen, wo Sie hinwollen, sondern weil Sie aus dem Handbuch für den kleinen Abgeordneten Kapitel 1 abgeschrieben haben. Wie kannst du politische Aktivität vortäuschen, wenn du nichts weißt? Anleitung: Wenn du gar nichts weißt, stellst du einen Prüfantrag. Und wenn du ein bisschen was weißt, dann forderst du eine Kommission. Aber so, liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir in der Regierung heute nicht arbeiten. Beruhigend ist zumindest, dass überall dort, wo Ihr Antrag dann doch noch zumindest ein bisschen konkret wird, die Ansätze dazu von uns stammen. Und das ist etwas, worüber ich mich als Sicherheitspolitiker wirklich freue und diesen Erkenntnisgewinn auch nur begrüßen kann. Ich hoffe nur, dass der Erkenntnisgewinn auch dann noch andauert, wenn es demnächst wieder um die konkrete Umsetzung weiterer Struktur- und Reformverbesserungen geht. Ich hätte jetzt fast gesagt, auch dann noch andauert, wenn Sie eines Tages wieder mal mitregieren wollen. Nur regieren wollen Sie ja neuerdings nicht mehr. Also von daher bleibt das im Theoretischen. In der Vergangenheit jedenfalls, liebe Kollegen, waren Sie in der Sicherheitspolitik nicht so dienstbeflissen, wie Sie das jetzt in Ihrem Antrag vorspielen wollen. Ich habe ja da die Gnade des späten Eintritts in den Deutschen Bundestag. Aber die Kolleginnen und Kollegen, die 2013 dabei waren, die haben da horrible Erinnerungen, das kann ich einer sagen, die gesagt haben, nahezu jede Initiative ist damals an der FDP gescheitert. Und deshalb freue ich mich jetzt über diesen Gewinn bei Ihnen und hoffe, dass wir Sie jetzt auch beim Wort nehmen können. Auch im letzten Jahr, das ist schon angeklungen, war es jedenfalls, wenn es ums Bayerische Polizeigesetz gegangen ist, auch noch nicht so weit her damit. Jetzt schauen wir mal, ob es jetzt besser klappt in Zukunft. Vieles jedenfalls, was verbesserungswürdig war, ist in der Vergangenheit erkannt worden. Und deshalb gehen Ihnen da ja auch die Vorschläge und Argumente aus und auch umgesetzt worden von der Regierungskoalition, der Bundesregierung, unseren Sicherheitsbehörden, die Tag und Tag aktiv dabei sind, die Dinge weiterzuentwickeln und voranzubringen, einschließlich unserem Bundesinnenminister, der bekanntermaßen bei diesen Themen ohnehin nicht zu bremsen ist. Und ich weise da nur hin auf die Ergebnisse der Wertebach-Kommission, Vorstöße auch der Vorgänger Bundesminister Schäuble und de Maizière, den Handlungsempfehlungen aus dem NSU-Untersuchungsausschuss,
Vieles davon konnte bereits umgesetzt werden, zum Beispiel die Zusammenarbeit, die Intensivierung der Zusammenarbeit im Verfassungsschutzverbund, die Koordination von länderübergreifenden Gefährdungssachverhalten ist ausgebaut worden, der Austausch der Polizeien des Bundes und der Länder vertieft worden, die Zentralstellenfunktion des BfV gestärkt worden, der Maßnahmenkatalog zur Zusammenarbeit im Verfassungsschutzverbund vorgestellt worden, ein erheblicher Stellenaufwuchs realisiert worden, darauf ist bereits hingewiesen worden. Und abschließend möchte ich noch eins sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn Sie uns bei der noch engeren Vernetzung von Bund und Ländern unterstützen wollen, ist uns das herzlich willkommen. Aber wenn Sie weiterhin die Länder als Deppen abstempeln wollen, dann sind und bleiben wir anderer Meinung. Dann sind und bleiben wir anderer Meinung. Und bei aller Vernetzung, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind und bleiben es die Länder, die am nächsten am Geschehen sind, die speziellen Begebenheiten vor Ort am genauesten kennen und deshalb auch am gezieltesten handeln können. Der beste Beweis dafür ist die erfolgreiche Arbeit der Bayerischen Grenzpolizei, die der Freistaat im vergangenen Jahr und unter großem Gefeixe übrigens auch von Ihrer Fraktion eingeführt hat. Und seitdem sind in den letzten 12 Monaten 66 Schleuser festgenommen, 1.396 unerlaubte Einreisen unterbunden worden, in der Schleierfahndung erhebliche Erfolge erzielt worden. Also da auch können Sie sich weiterhin oder in Zukunft einbringen, wenn Sie das wollen. Sind Sie uns da herzlich willkommen. Eine weitere Kommission brauchen wir an der Stelle sicher nicht. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Und zwar über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat zu dem Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Terrorismus effektiv bekämpfen, Verantwortlichkeiten klären, Einsetzung einer Kommission zur Reform der föderalen Sicherheitsarchitektur, Föderalismus-Kommission Römisch III. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 1529 den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 7424 abzulehnen. Wir stimmen nun nicht über den Antrag der FDP, sondern über die Beschlussempfehlung auf Verlangen der Fraktion der FDP namentlich ab. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. An der Wahlurne 1 fehlt ein Schriftführer der Koalition. Die sind komplett. Fehlt. Hier vorne fehlt Opposition. Bei Ihnen? Können hier vorne noch zwei Schriftführer herkommen? Und an den Lobbytüren? An der Tür zur Reichstagslobby fehlt ein Schriftführer der Opposition. Okay. Es fehlt immer noch ein Schriftführer im Lobbybereich. Sind der Opposition die Schriftführer ausgegangen? Aber da oben fehlt noch einer. Tabea, geh mal da oben hin, da fehlt noch einer von der Opposition. Okay, ich sehe, dass alle Wahlurnen besetzt sind und eröffne damit die Abstimmung über die Beschlussempfehlung.
Gibt es noch Kollegen oder Kolleginnen, die ihre Karte noch nicht eingeworfen haben? Dann schließe ich die Abstimmung. Das Ergebnis wird Ihnen später bekannt gegeben. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Wir kommen jetzt zu den Zusatzpunkten 3 bis 5.